Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Bewusstsein TV. Heute tauchen wir noch tiefer ein in die Welt der Alienforschung. Wir schauen uns an, wie Wissenschaftler nach Anzeichen außerirdischer Intelligenz suchen und welche kulturellen Einflüsse die Idee von Ancient Aliens hat. Außerdem wage ich ein interessantes Gedankenexperiment. Wie könnte eine Zeitrechnung aussehen, die den ersten Kontakt als Nullpunkt nimmt? Ich nenne es Before Alien Contact und After Alien Contact, kurz abgekürzt BAC und AAC. Bleibt also dran, es wird spannend. Und wenn euch das Video gefällt, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gleich nach dem Intro geht's weiter. BAC, Before Alien Contact, beziehungsweise AAC, After Alien Contact, eine Theorie von Alexandra Herzog-Schmidt. Es ist eine Grundherausforderung der Kulturwissenschaften, dass wir die Vergangenheit immer nur mit unseren heutigen Begriffen, Methoden und Denkweisen untersuchen und deuten können. Wir sind gefangen in unserem eigenen historischen und kulturellen Kontext. Eine völlig objektive, voraussetzungslose Rekonstruktion vergangener Weltbilder und Glaubenssysteme ist nicht möglich. In diesem Sinne sind die Geschichten, beispielsweise von den Himmelsgöttern, vielleicht weniger ein Rätsel, als dass wir sie endgültig lösen müssen. Sehen wir sie als ein Spiegel, der uns anregt, über uns selbst und unser Verhältnis zum Unendlichen nachzudenken. Die Geschichten laden uns ein, Demut und Ehrfurcht zu empfinden angesichts des Mysteriums unserer Existenz, eines Mysteriums, für das es viele Namen und Deutungen gibt, aber wohl niemals eine abschließende Erklärung. Ich weiß, dass meine Theorie, die BAC oder AAC, also After Alien Contact Theorie, sehr spekulativ ist, aber auch interessant. Lasst uns heute einfach mal in diese Theorie eintauchen und schauen, was die Wissenschaft überhaupt für Zeitrechnungen benennt. Einige davon möchte ich euch jetzt erstmal aufzeigen. Da gibt es beispielsweise die babylonische Zeitrechnung. Die Babylonier verwendeten ein sexagesimales System basierend auf der Zahl 60. Sie teilten den Tag in 24 Stunden auf, wobei jede Stunde in 60 Minuten und jede Minute in 60 Sekunden unterteilt war. Dieses System beeinflusste später die Entwicklung der modernen Zeitmessung. Der Maya-Kalender. Die Maya hatten einen komplexen Kalender, der aus mehreren Zyklen bestand. Der Zolkin-Kalender hatte 260 Tage, der Haab-Kalender 365 Tage. Beide Kalender wurden kombiniert, um den langen Zyklus von 18.980 Tagen zu bilden. Der ägyptische Kalender. Der ägyptische Kalender basierte auf dem Zyklus des Nils und hatte 12 Monate mit je 30 Tagen plus 5 zusätzliche Tage am Ende des Jahres. Dieser Kalender wurde über Jahrtausende verwendet. Der jüdische Kalender. Der jüdische Kalender ist ein ionisolarer Kalender, der auf Mondphasen basiert. Er hat 12 oder 13 Monate und wird für religiöse Zwecke verwendet. Der hinduistische Kalender. Der hinduistische Kalender ist ebenfalls ionisolar und hat verschiedene regionale Varianten. Er wird für religiöse und kulturelle Zwecke in Indien verwendet. Der islamische Kalender.
Der islamische Kalender basiert auf dem Mondzyklus und hat 12 Monate. Er wird für religiöse Zwecke im Islam verwendet. Diese verschiedenen Zeitsysteme sind faszinierend und spiegeln die Vielfalt der menschlichen Kultur und Geschichte wider. Jedes System hat seine eigenen Besonderheiten und Anwendungen. In der Welt der Zeitmessung gibt es eine Vielzahl von Systemen, die speziellen Zwecken in Wissenschaft, Technik oder Kulturen dienen. Diese alternativen Zeitsysteme ergänzen die gewohnte Zeitrechnung und sollen sie nicht ersetzen. Lassen Sie uns einen Blick auf einige dieser Systeme werfen. Unix-Zeit. Dieses System ist in der Informatik weit verbreitet. Es zählt die vergangenen Sekunden seit dem 1. Januar 1970, dem Unix-Epoch. Es bildet die Grundlage für viele Zeitstempel in Computersystemen. Der Holozän-Kalender fügt 1000 Jahre zur gängigen Jahreszahl hinzu, um die Entstehung menschlicher Zivilisation zu berücksichtigen. Im Jahr 2023 wäre es demnach 12.023 HE, also Human Era, gewesen. Dann gibt es noch die internationale Atomzeit, auch genannt TAI. Also die TAI basiert auf der Schwingung von Cäsium-Atomen und wird in Sekunden seit dem 1. Januar 1958 gemessen. Sie ist eine hochpräzise Zeitreferenz für wissenschaftliche Anwendungen. Dann gibt es noch astronomische Zeitskalen, zum Beispiel der Julian Date, G-Day. Dieses System zählt die Tage seit dem 1. Januar 4713 vor Christus. Es wird häufig in der Astronomie und Geologie verwendet. Dann gibt es da noch diesen Modified Julian Date, also MGD, ähnlich wie der JD, also der Julian Date, aber um 2.400.000,5 Tage verschoben. Es ist ebenfalls in der Astronomie gebräuchlich. Die Swatch Internet Time. Dieses unkonventionelle System teilt den Tag in 1000 Beats anstatt 24 Stunden ein. Es wurde von Uhrenherstellern von der Swatch entwickelt. Auch eine Zeitrechnung ist das Marsjahr und Marsdatum. Diese Zeitskalen sind für zukünftige Marskolonien vorgeschlagen. Ein Marsjahr dauert etwa 668,6 Marstage, also Sols genannt. Diese alternativen Zeitsysteme sind in der Wissenschaft, Technik oder Kultur von Bedeutung und erweitern unser Verständnis von Zeit. Dennoch bleiben sie historisch gewachsenen Kalendersysteme für unseren Alltag prägend. Hier in dem nächsten Segment möchte ich mich mit der SETI beschäftigen, der Drake-Gleichung, der Technosignaturen und das Fermi-Paradoxon. SETI und die Suche nach außerirdischen Intelligenzen. Was ist SETI? SETI steht für Search for Extraterrestrial Intelligence, also die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Es ist ein wissenschaftliches Feld, das sich damit beschäftigt, nach Anzeichen technologisch fortgeschrittener Zivilisationen im Universum zu suchen. SETI-Forscher gehen davon aus, dass eine hochentwickelte außerirdische Zivilisation möglicherweise Signale aussendet, die wir mit unseren Technologie auffangen könnten. Die Methoden von SETI basieren hauptsächlich auf der Radioastronomie. Große Radioteleskope wie das Arecibo-Observatorium oder das Allen Telescope Array scannen den Himmel nach ungewöhnlichen Radiosignalen, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Dazu gehören schmalbandige Signale, die sich von der kosmischen Hintergrundstrahlung abheben, oder Signale mit einer nicht zufälligen Struktur wie Primzahlen oder mathematischen Sequenzen. Neben Radiosignalen suchen SETI-Forscher auch nach optischen Signalen wie gepulsten Laserstrahlen. Einige Projekte analysieren sogar Daten von Weltraumteleskopen wie Kepler oder TESS.
die nach Exoplaneten suchen, um mögliche Anzeichen von Technologie oder Megastrukturen zu finden. Die Drake-Gleichung. Die Drake-Gleichung ist ein probabilistisches Argument, das versucht, die Anzahl der intelligenten, kommunizierenden Zivilisationen in unserer Galaxie abzuschätzen. Sie wurde 1961 von Frank Drake formuliert und berücksichtigt Faktoren wie die Rate der Sternenentstehung in der Galaxie, der Anteil der Sterne mit Planetensystemen, die Anzahl der Planeten in bewohnbaren Zonen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich auf diesen Planeten Leben entwickelt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Leben Intelligenz entwickelt, die Lebensdauer technologischer Zivilisationen. Durch Schätzung dieser Faktoren lässt sich eine grobe Abschätzung treffen, wie viele potenzielle Kommunikationspartner es in der Milchstraße geben könnte. Aktuelle Berechnungen schwanken zwischen einigen Dutzend und mehreren Millionen. Allerdings sind viele der Faktoren hochspekulativ und die Gleichung dient eher als konzeptioneller Rahmen, denn als exakte Vorhersage. Technosignaturen. Technosignaturen sind messbare Effekte, die auf die Existenz von Technologien hindeuten könnten. Im Kontext von SETI suchen Astronomen insbesondere nach: erstens Radiosignalen, schmalbandige Übertragungen, die sich vom natürlichen galaktischen Rauschen abheben. Ein Beispiel wäre ein starkes Signal auf der Wasserstofflinie von 1420 MHz. Optischen Signaturen. Extrem helle, kurze Lichtpulse, wie sie von leistungsstarken Lasern erzeugt werden könnten. Auch ungewöhnliche Spektrallinien von Elementen, die in technologischen Prozessen verwendet werden, wären ein Indiz. Andere exotische Effekte wie Veränderungen der kosmischen Hintergrundstrahlung, Gravitationsanomalien oder Spuren von Antimaterieantrieben. Bisher haben SETI-Suchen noch keine eindeutigen Technosignaturen gefunden, aber die Suche geht weiter und die Methoden werden immer ausgefeilter. Das Fermi-Paradoxon. Das Fermi-Paradoxon, benannt nach dem Physiker Enrico Fermi, stellt die Frage, wenn es statistisch gesehen so viele potenzielle außerirdische Zivilisationen in unserer Galaxie geben müsste, wo sind sie dann alle? Warum haben wir noch keine Anzeichen von ihnen gefunden oder wurden gar von ihnen besucht? Es gibt verschiedene hypothetische Erklärungen für dieses Paradoxon. Erstens, wir sind tatsächlich allein. Vielleicht ist die Entstehung von intelligentem Leben so unwahrscheinlich, dass wir die einzige technologische Spezies in der Milchstraße oder sogar im beobachtbaren Universum sind. Zweitens, außerirdische Zivilisationen existieren, aber sie kommunizieren nicht oder nicht auf eine für uns nachweisbare Art und Weise. Vielleicht senden sie keine Radiosignale aus oder verwenden eine Technologie, die wir noch nicht verstehen. Drittens, es gibt einen großen Filter, eine evolutionäre oder technologische Hürde, an der die meisten intelligenten Spezies scheitern, bevor sie den Weltraum erkunden können. Mögliche Filter wären atomare Selbstzerstörung, Umweltkatastrophen oder die Schaffung destruktiver künstlicher Intelligenz. Viertens, fortgeschrittene Zivilisationen haben kein Interesse an Kommunikation oder Expansion. Vielleicht konzentrieren sie sich auf virtuelle Welten, Transzendenz oder minimalinvasive Beobachtung. Fünftens, wir wurden tatsächlich schon besucht, haben es aber nicht erkannt oder es wird von Regierungen geheim gehalten. Die Debatte um das Fermi-Paradoxon zeigt, dass die Frage nach außerirdischem Leben nicht nur faszinierend, sondern auch zutiefst rätselhaft ist.
Sie berührt grundlegende Fragen der Astrobiologie, Erkenntnistheorie und sogar der menschlichen Natur. Solange SETI keine eindeutigen Antworten liefert, werden wir weiter spekulieren und nach den Sternen greifen müssen. Im Segment 2, Ancient Alien Forschung, sprechen wir, was ist Präastronautik? Definition und Hintergrund? Archäologische Beweise, die Pyramiden, Nazca-Linien und andere mysteriöse Monumente? Kulturelle Implikationen, wie beeinflusst die Idee von antiken Außerirdischen unsere Gesellschaft? Was ist Präastronautik? Die Präastronautik, auch bekannt als Paleo-SETI oder Ancient Astronaut Theory, ist eine faszinierende Hypothese, die eine alternative Perspektive auf die menschliche Geschichte bietet. Sie besagt, dass intelligente außerirdische Wesen die Erde in der Antike besucht und Kontakt mit unseren Vorfahren aufgenommen haben. Diese Begegnungen, so die Theorie, hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung menschlicher Kulturen und Technologien. Die Idee der Ancient Astronauts gewann in den 1960er Jahren an Popularität, insbesondere durch die Werke von Erich von Däniken wie The Chariots of the Gods 1968. Von Däniken und andere Befürworter der Theorie sehen in historischen Texten, Artefakten und Monumenten Hinweise auf außerirdische Besucher. Sie interpretieren Götter, Engel und mythologische Figuren als Astronauten und schreiben ihnen den Bau beeindruckender Strukturen und die Weitergabe fortschrittlicher Erkenntnisse zu. Die Präastronautik wirft somit faszinierende Fragen über unsere Vergangenheit und unseren Platz im Universum auf. Sie regt uns dazu an, die konventionelle Geschichtsschreibung zu hinterfragen und offen für unkonventionelle Erklärungen zu sein. Während die Mehrheit der Wissenschaftler die Theorie skeptisch sieht, bleibt sie ein spannendes Feld für interdisziplinäre Forschung und Diskussion. Archäologische Hinweise. Verfechter der Präastronautik führen eine Vielzahl archäologischer Stätten und Artefakte als mögliche Hinweise auf antike außerirdische Besucher an. Dazu gehören 1. Die Pyramiden von Gizeh. Die präzise Konstruktion und Ausrichtung dieser monumentalen Bauwerke wirft Fragen über die technologischen Fähigkeiten der alten Ägypter auf. Könnte es sein, dass sie Unterstützung von fortschrittlichen Außerirdischen erhielten? 2. Die Nazca-Linien. Diese riesigen Scharbilder in der peruanischen Wüste erinnern an Landebahnen für Fluggeräte. Waren sie vielleicht als Orientierungspunkte für außerirdische Raumschiffe gedacht? 3. Die Karte von Piri Reis. Diese osmanische Seekarte aus dem 16. Jahrhundert zeigt anscheinend Küstenlinien der Antarktis, ein Wissen, das möglicherweise von Satelliten oder antiken Astronauten stammen könnte. 4. Alte Höhlenmalereien und Figuren. Darstellungen von Menschen in ungewöhnlichen Posen oder mit scheinbar modernen Geräten könnten als Astronauten oder fortschrittliche Technologie interpretiert werden. 5. Megalithische Strukturen wie Stonehenge oder Pumapunku. Die Präzision und der Transport schwerer Steine lassen manche an außerirdische Unterstützung denken. Diese archäologischen Rätsel bieten faszinierenden Stoff für Diskussionen und weitere Forschung. Auch wenn konventionelle Erklärungen plausibel erscheinen, sollten wir offen bleiben für alternative Interpretationen und die Möglichkeit außerirdischer Einflüsse zumindest in Betracht ziehen. Kulturelle Implikationen. Die Idee antiker Astronauten hat die Populärkultur nachhaltig beeinflusst. Sie inspiriert Science-Fiction-Romane, Filme, Fernsehserien und Videospiele, die faszinierende Geschichten von uralten außerirdischen Begegnungen erzählen.
Beispiele sind Stargate, Prometheus oder die Alien-Reihe. Die Präastronautik spricht ein verbreitetes Bedürfnis nach Mysterien und einer tieferen Bedeutung hinter historischen Rätseln an. Sie bietet aufregende neue Perspektiven auf die Vergangenheit und regt unsere Fantasie an. Für viele Menschen ist die Vorstellung, dass unsere Vorfahren Kontakt zu fortschrittlichen Außerirdischen hatten, inspirierend und sogar spirituell bedeutsam. Befürworter argumentieren, dass die Ancient Astronaut Theory unser Verständnis der menschlichen Geschichte erweitern und bereichern kann. Indem sie die Möglichkeit außerirdischer Einflüsse aufzeigt, fordert sie uns heraus, über unseren Platz im Universum und die Potenziale intelligenten Lebens nachzudenken. Populäre Darstellungen der Präastronautik wie die Ancient Aliens Fernsehserie wecken das öffentliche Interesse an Archäologie, Geschichte und Astronomie. Sie regen zu kritischem Denken und interdisziplinärer Forschung an, auch wenn ihre Schlussfolgerungen oft spekulativ bleiben. Letztlich ist die Idee antiker Astronauten eine faszinierende Hypothese, die unser Interesse an der Vergangenheit und am Potenzial außerirdischen Lebens weckt. Während wir die Erkenntnisse seriöser Forschung respektieren sollten, dürfen wir auch offen für neue, unkonventionelle Ideen bleiben. Die Ancient Astronaut Theory lädt uns ein, die Wunder und Mysterien der menschlichen Geschichte mit neuen Augen zu betrachten und unseren Horizont zu erweitern. Im dritten Segment kommen wir zu meinem persönlichen Gedankenexperiment, der Before Alien Contact, also BAC, und der After Alien Contact, der AAC. Und der hypothetische Verbreitung. Wie würden wir uns auf den ersten Kontakt vorbereiten? Science-Fiction-Szenarien, freundliche Begegnungen versus feindliche Invasionen. Die Zeit davor und danach. Ein interessantes Gedankenexperiment, aber keine ernsthafte wissenschaftliche Theorie. Before Alien Contact und After Alien Contact als Gedankenexperiment. Die hypothetische Vorbereitung. Der erste Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz wäre zweifellos eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit. Aber wie würden wir uns auf eine solche Begegnung vorbereiten? Schon heute gibt es verschiedene wissenschaftliche und politische Initiativen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Auf internationaler Ebene haben die Vereinten Nationen das Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, kurz COPUOS, eingerichtet, das sich auch mit der Möglichkeit außerirdischen Lebens befasst. Die Declaration of Principles Concerning Activities Following the Detection of Extraterrestrial Intelligence von 1989, das Original und die deutsche Übersetzung habe ich im Anhang oder schreibe ich in der Beschreibung, legt die Richtlinien fest, wie die Menschheit auf ein Kontaktsignal reagieren sollte, beispielsweise durch Konsultation mit internationalen Organisationen und der breiten Öffentlichkeit. Auch Weltraumagenturen wie die NASA oder ESA haben Protokolle für den Umgang mit möglichen Lebenszeichen entwickelt. Die NASA Procedural Requirements for Planetary Protection zielen darauf ab, eine Kontamination anderer Himmelskörper mit irdischen Mikroben zu vermeiden und umgekehrt die Erde von möglichen außerirdischen Organismen zu schützen. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, von der Astrobiologie über die Psychologie bis hin zur Politikwissenschaft, erforschen die potenziellen Auswirkungen eines Erstkontakts. Sie entwickeln Szenarien und Strategien, wie die Menschheit bestmöglich auf eine solche Situation vorbereitet sein könnte, sei es in Bezug auf Kommunikation, Diplomatie, Technologieaustausch oder ethische Fragen.
Letztlich bleibt der erste Kontakt jedoch eine große Unbekannte. Wir können Prinzipien und Protokolle entwickeln, aber die tatsächliche Begegnung wird uns vor völlig neue Herausforderungen stellen. Entscheidend wird sein, mit Offenheit, Respekt und Weisheit an diesen historischen Moment heranzugehen. Kommen wir nun zu den Science-Fiction-Szenarien. Die Science-Fiction hat unzählige faszinierende Szenarien für den ersten Kontakt mit Außerirdischen entworfen. Diese reichen von friedlichen, bereichernden Begegnungen bis hin zu verheerenden Invasionen. Jedes dieser Szenarien reflektiert auf seine Weise unsere Hoffnung und Ängste angesichts der Möglichkeit außerirdischen Lebens. Auf der positiven Seite stehen Geschichten von freundlichen, fortschrittlichen Zivilisationen, die die Menschheit mit Weisheit und Technologie beschenken. Ein klassisches Beispiel ist der Roman Contact von Carl Sagan, in dem eine Astronomiestudentin die erste Botschaft einer weit überlegenen, aber wohlwollenden außerirdischen Intelligenz empfängt. Solche Erzählungen sprechen unsere Sehnsucht nach kosmischer Gemeinschaft und Erkenntnis an. Demgegenüber stehen düstere Invasionsszenarien wie in H.G. Wells' Krieg der Welten, wo feindliche Marsianer die Erde erobern wollen, oder in den Alien-Filmen, die den Horror einer unnachgiebigen, tödlichen, außerirdischen Spezies ausmalen. Diese Geschichten spiegeln unsere Angst vor dem Unbekannten und die Sorge, dass wir einer überlegenen Macht hilflos ausgeliefert sein könnten. Zwischen diesen Extremen gibt es unzählige Nuancen und Variationen. Manche Geschichten erzählen von Missverständnissen und kulturellen Konflikten, andere von einer langsamen Annäherung und dem Aufbau von Vertrauen. Immer wieder geht es um die Frage, was uns als Menschen ausmacht und wie wir uns angesichts einer kosmischen Begegnung verhalten würden. Die Science Fiction bietet uns einen kreativen Raum, um verschiedene Kontaktszenarien durchzuspielen und ihre möglichen Konsequenzen zu erkunden. Sie schärft unser Vorstellungsvermögen und unsere Empathie für das radikal andere. Gleichzeitig mahnt sie uns, sorgsam und weitsichtig zu handeln, sollten wir tatsächlich einmal außerirdischem Leben begegnen. Kommen wir nun zu die Zeit davor und danach. Ein faszinierendes Gedankenexperiment ist die Idee, unsere Zeitrechnung an einem potenziellen ersten Kontakt auszurichten. In Analogie zu Before Christ, also BC, und Anno Domini, also AD, könnten wir von Before Alien Contact, also BAC, und After Alien Contact, AAC, sprechen. Dieses hypothetische Zeitsystem würde den Moment der Begegnung als Nullpunkt setzen, als Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der Menschheit. Alles, was vorher geschah, wäre Teil der Vorkontaktperiode, eine Zeit der Vorbereitung, Spekulation und Erwartung. Alles danach wäre unwiderruflich geprägt von der Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. Es ist ein theoretischer Vorschlag für eine neue Zeitrechnung. Es soll uns einen Denkanstoß geben. Es lädt uns ein, über die möglichen Dimensionen und Auswirkungen eines solchen Ereignisses nachzudenken. Wie würde sich unser Selbstverständnis als Spezies und Zivilisation verändern? Welche neuen Möglichkeiten und Herausforderungen kämen auf uns zu? In gewisser Weise leben wir bereits in einer BAC-Ära, einer Zeit des Wartens und der Vorbereitung. Wir senden Botschaften ins All, suchen nach Signalen außerirdischer Intelligenz und erkunden unser Sonnensystem auf der Suche nach Spuren von Leben. Wir entwickeln Technologien und Strategien für eine mögliche Begegnung. Gleichzeitig ist die Idee einer AAC-Ära eine Einladung, über unsere langfristige Zukunft als Spezies nachzudenken. Wie würden wir uns in einer Welt oder einem Universum positionieren, in dem wir nicht mehr die einzige intelligente Lebensform sind?
Welche Verantwortung hätten wir gegenüber unseren kosmischen Mitbewohnern und unserem gemeinsamen Lebensraum? Letztlich bleibt BAC bzw. AAC ein interessantes Gedankenexperiment, eine kreative Provokation, die uns einlädt, über die Grenzen unserer gegenwärtigen Realität hinauszudenken. Es erinnert uns daran, dass die Zukunft offen und voller Möglichkeiten ist und dass der erste Kontakt, sollte er eines Tages stattfinden, alles verändern könnte, was wir über uns selbst und unseren Platz im Universum zu wissen glauben. Im vierten Segment dieser Folge geht es um die Zukunftsaussichten. Offizielles Protokoll: Wissenschaftler arbeiten an einem Protokoll für den außerirdischen Kontakt. Moralische und ethische Fragen, sentinente Rechte und Verantwortung, Planetary Protection Guidelines, Richtlinien zum Schutz der Erde und fremder Himmelskörper von Kontamination. Die Zeit danach: Wie könnten wir uns an eine mögliche AAC-Phase anpassen? Zukunftsaussichten und offizielles Protokoll. Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten derzeit intensiv an der Entwicklung eines offiziellen Protokolls für den Fall eines außerirdischen Kontakts. Dieses Protokoll soll als Leitfaden dienen, wie die Menschheit bestmöglich auf eine solche Situation vorbereitet sein und reagieren kann. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Frage der Kommunikation. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Botschaften von einer fremden Intelligenz verstanden werden? Linguisten, Kryptologen und Experten für Informationstheorie tüfteln an universellen Kommunikationssystemen, die auf mathematischen und logischen Prinzipien basieren. Eine potenzielle Lingua Cosmica für den Dialog mit Außerirdischen. Auch die Koordination und Entscheidungsfindung auf globaler Ebene ist ein zentrales Thema. Welche Institutionen und Gremien sollen im Falle eines Kontakts federführend sein? Wie kann sichergestellt werden, dass alle Nationen und Interessengruppen angemessen repräsentiert sind? Hier ist vor allem die UN mit ihrem Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, also die COPUOS, gefragt, eine inklusive und konsensbasierte Strategie zu entwickeln. Gleichzeitig geht es um ganz praktische Fragen. Wie verifizieren wir ein mögliches Kontaktsignal? Wie gehen wir mit potenziellen Risiken um, etwa der Übertragung von Krankheitserregern oder der unbeabsichtigten Preisgabe sensibler Informationen? Hierfür arbeiten Wissenschaftler an strengen Validierungsprotokollen und Sicherheitsmaßnahmen. Ein Kontaktprotokoll ist ein komplexes und ambitioniertes Unterfangen. Es erfordert die enge Zusammenarbeit verschiedenster Disziplinen und Institutionen. Doch es ist ein notwendiger Schritt, um für eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte gewappnet zu sein. Kommen wir nun zu den moralischen und ethischen Fragen. Der Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz würde unweigerlich eine Fülle von moralischen und ethischen Fragen aufwerfen. Eines der zentralen Themen ist dabei der Status und die Rechte von empfindungsfähigen Wesen. Viele Philosophen und Ethiker argumentieren, dass die Fähigkeit zum Leiden, also zur Empfindung von Schmerz und Freude, der entscheidende Faktor für moralische Berücksichtigungen sein sollte. Wenn wir auf Lebensformen treffen, die offensichtlich zu Empfindungen fähig sind, hätten wir dann nicht die Pflicht, ihre Interessen zu respektieren und sie vor Schaden zu bewahren? Dies wirft weitere Fragen auf. Wie erkennen wir Empfindungsfähigkeit bei Wesen, die uns völlig fremd sind? Wie gehen wir mit möglicherweise grundlegend anderen Wertesystemen und Moralvorstellungen um? Und wenn wir einer überlegenen Intelligenz begegnen, haben wir dann überhaupt die Möglichkeit, unsere ethischen Prinzipien durchzusetzen? Ein anderer Aspekt ist unsere Verantwortung als Botschafter der Erde.
Unsere Handlungen und Entscheidungen im Kontakt mit Außerirdischen hätten potenziell enorme Konsequenzen, nicht nur für uns, sondern für alles Leben auf unserem Planeten. Sind wir dieser Verantwortung gewachsen? Nach welchen Kriterien treffen wir Entscheidungen von solch globaler Tragweite? Es wird deutlich, dass der außerirdische Kontakt nicht nur eine wissenschaftliche und logistische, sondern auch eine zutiefst philosophische Herausforderung darstellt. Er konfrontiert uns mit grundlegenden Fragen zu unseren Werten, unserer Identität und unserem Platz im Universum. Planetary Protection Guidelines. Ein zentrales Anliegen bei der Erforschung des Weltraums und der Suche nach extraterrestrischem Leben ist der Schutz der beteiligten Himmelskörper vor biologischer Kontamination. Die Planetary Protection Guidelines der NASA und anderer Raumfahrtagenturen dienen genau diesem Zweck. Das Hauptziel ist dabei zweigeteilt. Zum einen soll verhindert werden, dass irdische Mikroben auf anderen Himmelskörpern gelangen und dort möglicherweise einheimisches Leben beeinflussen oder sogar zerstören. Wir haben die Verantwortung, die Integrität potenzieller extraterrestrischer Ökosysteme zu wahren. Zum anderen geht es darum, die Erde vor möglichen außerirdischen Erregern zu schützen. Proben von anderen Himmelskörpern müssen unter strikten Sicherheitsvorkehrungen gehandhabt werden, um eine Kontamination unserer Biosphäre zu vermeiden. Die Planetary Protection Guidelines sehen verschiedene Maßnahmen vor, um diesen Zielen gerecht zu werden. Raumfahrzeuge werden vor dem Start sterilisiert, um die mikrobielle Belastung zu minimieren. Je nach Ziel und Mission gelten unterschiedlich strenge Anforderungen von der einfachen Dokumentation bis hin zur Vollsterilisation. Auch bei der Probenrückführung von anderen Himmelskörpern ist äußerste Vorsicht geboten. Die Proben müssen in versiegelten Containern aufbewahrt und in speziellen Empfangseinrichtungen unter Quarantäne gestellt und analysiert werden. Erst nach eingehender Prüfung und Freigabe können sie für weitere Untersuchungen verteilt werden. Die Einhaltung der Planetary Protection Guidelines ist eine große Herausforderung für die Raumfahrt. Sie erfordern erheblichen technischen und finanziellen Aufwand. Doch sie sind unverzichtbar, um verantwortungsvoll und nachhaltig nach extraterrestrischem Leben zu suchen und unsere eigene Biosphäre zu schützen. Die Zeit danach. Eine mögliche AAC-Phase, After Alien Contact-Phase, würde zweifellos eine nie dagewesene Umbruchssituation für die Menschheit darstellen. Sie zu gestalten und zu meistern, wäre eine epochale Herausforderung, die alle Bereiche unseres Lebens betreffen würde. Auf wissenschaftlicher Ebene würde sich eine Fülle neuer Forschungsfelder und Kooperationsmöglichkeiten eröffnen. Der Austausch von Wissen und Technologie mit einer außerirdischen Zivilisation könnte zu bahnbrechenden Fortschritten in Bereichen wie Energie, Medizin, Raumfahrt oder KI führen. Gleichzeitig müssten wir lernen, mit der Komplexität und potenziellen Fremdheit extraterrestrischen Wissens umzugehen. Politisch und gesellschaftlich wären neue Formen der globalen Zusammenarbeit und Governance gefragt. Angesichts einer gemeinsamen kosmischen Herausforderung müssten nationale Egoismen überwunden und ein Bewusstsein planetarischer Solidarität entwickelt werden. Internationale Institutionen müssten gestärkt, vielleicht sogar eine Art planetarische Regierung geschaffen werden.
kommen wir nun zu meiner Schlussfolgerung und der Zusammenfassung. In unserer heutigen Betrachtung haben wir gesehen, wie die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, also SETI, die Erforschung alter Astronauten und die Ideen von BAC, also Before Alien Contact, und AAC, After Alien Contact, unsere Vorstellungskraft auf faszinierende Weise anregen und erweitern. SETI mit seinen wissenschaftlichen Methoden und seiner philosophischen Tiefe fordert uns heraus, über unseren Platz im Universum nachzudenken. Es lässt uns die Möglichkeit intelligenten Lebens da draußen erahnen und gibt uns Hoffnung, dass wir vielleicht nicht alleine sind. Die Ancient Alien-Forschung wiederum eröffnet eine neue Perspektive auf unsere Vergangenheit. Sie regt uns an, scheinbar Selbstverständliches zu hinterfragen und nach alternativen Erklärungen für die Rätsel der Geschichte zu suchen. Auch wenn ihre These spekulativ bleiben, sie bereichern unseren Diskurs und unsere Fantasie. Die Konzepte von Before Alien Contact und After Alien Contact schließlich konfrontieren uns mit der Frage, was wäre wenn? Sie laden uns ein, über die Auswirkungen eines extraterrestrischen Kontakts nachzudenken, auf unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unser Selbstverständnis. Sie machen deutlich, dass ein solches Ereignis alles verändern würde und dass wir gut beraten sind, uns darauf vorzubereiten. So unterschiedlich diese Ansätze auch sein mögen, sie alle verbindet das Staunen über die Weite des Kosmos und die Neugier auf das Unbekannte. Sie erinnern uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und dass es noch so viel zu entdecken gibt. Ausblick: Die Suche nach außerirdischem Leben geht weiter und es besteht durchaus Grund zur Hoffnung. Mit jedem neuen Exoplaneten, den wir entdecken, mit jeder neuen Methode, die wir entwickeln, kommen wir unserem Ziel ein Stückchen näher. Vielleicht werden wir eines Tages tatsächlich auf intelligente Wesen aus dem All treffen und damit eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit einläuten. Aber bis dahin sollten wir uns auch auf die möglichen Konsequenzen vorbereiten, wissenschaftlich, kulturell und ethisch. Wir sollten Protokolle für den Erstkontakt entwickeln, globale Kooperationsstrukturen schaffen und uns mit den philosophischen Fragen auseinandersetzen, die ein solches Ereignis aufwerfen würden. Vor allem aber sollten wir die Suche selbst als Bereicherung begreifen. Denn unabhängig vom Ergebnis konfrontiert sie uns mit den großen Fragen unserer Existenz und ermutigt uns, über uns selbst hinauszudenken. Sie ist ein Abenteuer des Geistes und ein Zeugnis unseres ungebrochenen Forscherdrangs. In diesem Sinne, lasst uns weiter suchen, weiter fragen und weiter staunen. Lasst uns offen sein für das Unbekannte und bereit für das Unerwartete. Denn wer weiß, vielleicht sind wir der Antwort näher, als wir denken. Und selbst wenn nicht, die Suche allein ist es schon wert. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Like hinterlässt, einen Kommentar schreibst und den Kanal abonnierst. Teile das Video gerne auch mit Freunden und Bekannten, die sich ebenfalls für dieses faszinierende Thema interessieren. Gemeinsam können wir die Suche nach außerirdischem Leben vorantreiben und die Wunder des Universums ergründen. Wenn auch du etwas Besonderes und Außergewöhnliches erlebt, gefilmt, fotografiert oder gesehen hast, dann melde dich gerne bei uns unter aliencontact69@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Bis zum nächsten Mal.
Bleib neugierig und offen für das Unbekannte.